Barcelona kann auf eine lange Geschichte zurückblicken. 200 vor Christus legten die Römer hier eine erste Siedlung an. Der schönste und vielfältigste Markt der Stadt, La Boqueria, ist eine wahre Schatztruhe für alle Gourmetreisenden. Imposante Monumente sind überall anzutreffen und zeugen von der großen historischen Vergangenheit. Zwischen der Küste von Penedès und der großen zentralspanischen Meseta liegen drei Höhenbereiche. In der mittleren, etwas kühleren Ebene, sie liegt zwischen 250 und 500 Meter über dem Meeresspiegel, sind die drei wichtigsten Rebsorten Macabeo, Charello und Parellada für die Cava-Produktion vorherrschend. Gleichzeitig aber gedeihen hier die besten Merlot- und Tempranillo-Trauben. Erhielten Carles und Nuria Somarocca die einmalige Gelegenheit, eine zusammenhängende Reblage von 404 Hektar zu erwerben. Nach neuesten Erkenntnissen wurden 210 Hektar davon bestockt. Die Auflagen an einen naturnahen Rebbau sind hier praktisch erfüllt. Zu den außergewöhnlichen Terroirs zählt die Einzellage Santa Creu. Von Mythen umrankt präsentieren sich die Reben um die Kirche, die der Lage den Namen verlieh. Der Boden ist durch kalkhaltigen, kargen Untergrund geprägt. Die Ernte auf Somarocca beginnt in der Regel Mitte August und kann sich bis in den Oktober hinziehen. In den kühlen Morgenstunden werden die vollreifen, gesunden Trauben gelesen, damit sie ein Maximum an Aroma und Frische aufweisen. Die Qualität entsteht im Rebberg, dessen ist sich Somarocca bewusst und deshalb wird kein Aufwand gescheut, um bestes Traubengut zu produzieren. Auf der Suche nach einer Sommerresidenz erwarben Carles und Nuria Somarocca 1983 das Anwesen Molik Coloma. Seine ehemalige Bestimmung als Papiermühle hat sich jedoch in der Zwischenzeit geändert. Rebbau und Weinkultur sind hier eingezogen. Schon kurze Zeit nach dem Kauf war es mit dem ursprünglichen Plan, auf Molik Coloma der Erholung und dem süßen Nichtstun zu frönen, vorbei. Denn die Somarocca entwickelten eine große Passion für den Wein. Wir sind in einem Anwesen aus dem 17. Jahrhundert, wo man Papier herstellte. Im Keller produzieren wir nun Cava. Mit dem Anwesen kauften wir auch eine stattliche Anzahl Rebberge. Genau genommen sind es 430 Hektaren. Der Grund dafür ist, dass wir die Verantwortung der Produktion von Qualitätsweinen vom Rebberg bis ins Glas übernehmen wollen. Wir haben dafür verschiedene Rebsorten, zum Beispiel Syrah, Cabernet, Sauvignon, Merlot und Petit Verdot gepflanzt, um daraus diese rote Cuvée zu keltern. Ich wünsche mir, dass Ihnen diese Qualität gefällt. Wie ich vorher erwähnte, befinden wir uns nun im ursprünglichen Keller, wo wir heute unsere Spezialitäten ausbauen. In diesen Räumen wurde früher Papier hergestellt. Es ist ein kleiner Raum, der für unsere Raritäten Verwendung findet. Wir haben weitere Keller, die um einiges größer sind. Prost! Im Mittelpunkt der Cava-Herstellung steht hier nach wie vor die Méthode Champenoise oder Methodo Traditional. Der Gärprozess in der Flasche dauert bei Somarocca doppelt so lange, wie es die Regeln der Appellation vorschreiben und lässt dadurch auch eine feinperligere Kohlensäure sowie eine komplexere Aromatik mit harmonischer Struktur entstehen. Und es wird noch von Hand gerüttelt. Carles Somarocca hat es erwähnt, Somarocca verfügt über eine State-of-the-Art-Kellerei. Der ausgewiesene Önologe Thomas Puig ist seit 1985 für die Kelterung der Weißweine und der Cava zuständig. Er ist der Qualität verpflichtet, ohne Wenn und Aber. Unter seiner Führung entstehen Cavas, die auch für den spanischen Weinführer Guya Penin zu den absolut besten Spaniens gehören. Die Rotweine keltert Oscar Lombard. Er wacht mit Argusaugen über den Gärungsverlauf und ist für den Weinausbau verantwortlich. Er sucht die Harmonie, die Eleganz und die Vielschichtigkeit im Wein.
Sein Wissen und seine Erfahrungen setzt er dafür tagtäglich ein. Das Qualitätsdenken und Handeln ist rigoros. Keine Kompromisse werden gemacht. Die regelmäßige Kontrolle der Jungweine gehört dabei zu seinen wichtigsten Aufgaben. Sumarokka verfügt auch über einen ganz besonderen Rebberg. Thomas Puig erzählt, was es damit auf sich hat. Diese Parzelle wurde vor 10 Jahren als Teil eines Forschungsprojektes bestockt. Wir nennen sie Rebberg der Welt. Hier wurden 364 verschiedene Rebsorten angepflanzt. Sie stammen aus 28 Ländern der Welt. Sage und schreibe 80 davon kommen aber allein aus Katalonien. Die letzteren sind über die Jahre in Vergessenheit geraten und wurden andernorts durch internationale Reben ersetzt. Mit diesem Projekt wollen wir auch die eine oder andere heimische Rebsorte vor dem Aussterben retten. Das Projekt soll Aufschluss über das Verhalten verschiedener Rebsorten unter den Klimabedingungen des Penedès geben. Sumarokka will die Artenvielfalt erforschen und selbstverständlich bei Eignung nutzen. Wir sagten, dass fremdländische oder autochtone, längst vergessene Rebsorten nicht das Potenzial haben, um hier in Zukunft erstklassige Weine hervorzubringen. Qualitätskontrolle wird ganz groß geschrieben. Und dabei wird der sensorischen Beurteilung der Weine große Beachtung geschenkt. Die Cavas von Sumarokka überzeugen durch frisch-fruchtige Aromen in der Nase. Hier zeichnet sich Qualität durch eine feine, prickelnde Perlage sowie eine fruchtige Struktur aus, die in ein erfrischendes Finale überführt. Und last but not least überraschen die Qualitätsweine von Sumarokka auch durch ein sehr gutes Preis-Genuss-Verhältnis. Zum guten Wein gehört auch ein richtiges Stück Fleisch. Beides wird zum Beispiel im Restaurant Carl Jim in San Pau d'Ordal serviert, wo der Chef das Fleisch alla brasa zubereitet. Das heißt, er brät es auf dem Holzfeuer. Der Besitzer reicht dazu den passenden Wein. Boria, der ausgezeichnet zum kräftigen Lammkotelett oder zum Steak passt.